Liebe Freundinnen und Freunde, das bewegt mich immer stark, wenn ich mit euch und für euch für eine gute Sache zur Überwindung von Stuttgart 21 kämpfen darf. Danke, dass ihr da seid. Wir alle kennen das Faktenschaffen der Bahn bei Stuttgart 21, das angesichts einer Fülle schwerer Funktionsmängel und fehlender Genehmigungen der Glaubwürdigkeit des Rechtsstaats ins Gesicht schlägt. Denn ein Rechtsstaat funktioniert nicht, wenn er zu spät kommt und wenn fälschlich so getan wird, als seien die Kernfragen des Projekts bereits geklärt. Weil es aber daran fehlt, setzen wir alles dafür ein, gegen die Arroganz der Macht, dem Recht und dem Gemeinwohl zur Geltung zu verhelfen, gerade jetzt bei Stuttgart 21. Darum haben wir im Aktionsbündnis, wie ich Anfang Juli berichtete, auf Bundesebene in Berlin erfolgreich für ein Zusammenwirken der beiden Oppositionsfraktionen, der Linken und der Bündnisgrünen, gearbeitet, um eine parlamentarische Anhörung zu Stuttgart 21 zu erreichen. Vor zehn Tagen haben sich in einem Folgetermin in Stuttgart die Bundestagsabgeordneten Sabine Leidig und Matthias Gastel mit einigen von uns darauf verständigt, dass sie einen gemeinsamen Antrag im Deutschen Bundestag einbringen, der die Sicherheit einschließlich Brandschutz und regelwidrig gefährlicher Gleisneigung, die Leistungsfähigkeit und die Wirtschaftlichkeit des Projekts thematisieren wird. Im November dieses Jahres, das ist der erste mögliche Termin, soll es dann im Verkehrsausschuss eine Sachverständigenanhörung zu Stuttgart 21 geben. Das muss ein bundespolitisches Signal zur Wende bei Stuttgart 21 werden. Aber Signale reichen uns nicht. Weil die Regierungspolitik versagt, müsste die Justiz dem Rechtsstaat auf die Beine helfen. Deshalb haben Dieter Reicherter, Peter Conradi und ich stellvertretend für euch für diese Bewegung im März 2013 Strafanzeige gegen die Bahnchefs und die Aufsichtsräte wegen Betrug und Untreue erstattet. Ich rufe in Erinnerung. Bekanntlich hatten die Bahnvorstände Rüdiger Grube und Volker Käfer am 12. Dezember 2012 vor dem Aufsichtsrat der Bahn eingestehen müssen, dass die vereinbarten Kosten für Stuttgart 21 einschließlich aller Risiken nicht beim Kostendeckel von 4,5 Milliarden liegen, sondern mindestens 2,3 Milliarden Euro höher. Stuttgart 21 jüngst in der recht als konservativ geltenden Frankfurter Allgemeinen als Bunker 21 bezeichnet, war wenigstens als unwirtschaftlich erkannt, aber es gab gegen den folgerichtigen Ausstieg daraufhin politische Einflüsse von höchster Ebene. Denn man wollte vor der Bundestagswahl von September 2013 auf keinen Fall es zu einer Ausstiegsdebatte um S21 kommen lassen. Über die Strafanzeige, liebe Freundinnen und Freunde, ist bisher nicht abschließend entschieden worden. Aber da die Staatsanwälte so zögerlich sind, habe ich vor gut einem Monat beim Bundeskanzleramt Akteneinsicht nach dem Umweltinformationsgesetz zu den fraglichen Vorgängen im Kanzleramt gestellt. Vor einer Woche
Vor einer Woche erhielt ich tatsächlich 17 Kopien von Vermerken an den Kanzleramtschef und an die Bundeskanzlerin aus dem Bundeskanzleramt. Ein beträchtlicher Teil davon ist geschwärzt. Naja, die Schwarzen haben, können halt schwärzen. Die Stuttgarter Zeitung berichtet darüber heute. Thomas Wipper, ein sehr profilierter Journalist in Verkehrssachen, der auch in anderen Blättern berichtet. Zwei Dinge lassen sich zu dem Vorgang feststellen. Erstens, wir haben jetzt durch 5 Gesprächsvermerke des Kanzleramts den amtlichen Nachweis, dass die Kanzlerin und ihr früherer Kanzleramtschef Pofalla in hohem Maße aus illegalen, sachfremden Motiven haben sie auf den Weiterbau von Stuttgart 21 eingewirkt. Bemerkenswert ist auch, dass es in den amtlichen Vermerken heißt, die Bahn habe seit Oktober 2011 erste Indizien dafür gehabt, dass es zu der Kostenlawine von über 2 Milliarden kommen werde. Also hat man diese Kostenlüge, hat also eine längere Vorgeschichte, die aus diesem Vermerk hervorgeht. Das ist ein Teilgeständnis dieser Kostenlüge. Und die Erkenntnisse werden uns nützlich sein für etliche Verfahren, so auch für die Strafanzeige und für das laufende Bürgerbegehren Storno 21. Soweit die Informationen lückenhaft und zu großen Teilen geschwärzt sind, ist dies unzulässig. Wer so viel schwärzt, hat viel zu verbergen. Spannend ist der Einwand der Regierung, sie habe einen nicht ausforschbaren Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung. Ja, diesen Begriff gibt es in der Rechtsprechung, man muss ihn sich aber genauer anschauen. Die Bundesregierung ist nicht der Aufsichtsrat des Bahnkonzerns, der allein nach dem Unternehmenswohl und rechtmäßig entscheiden müsste. Die Bundesregierung hat sich über Pofalla nur ein Entscheidungsrecht angemaßt. Auch wenn der Nachfolger von Pofalla, Herr Altmaier, gleichfalls Schwarzer ist, darf er kein Schwärzer unserer Informationsrechte sein. Dafür habe ich heute früh beim Kanzleramt Widerspruch eingelegt und ihn sorgfältig untermauert durch eine, man höre und staune, erfreulich progressive Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und der Verwaltungsgerichte in diesem Bereich. Das dürfte dazu führen, die Rechtsprechung ist nämlich genau analog den Rechten von parlamentarischen Untersuchungsausschüssen entwickelt worden und deshalb sehr demokratiefreundlich. Und daran haben sich diese Umweltinformationsgesetze auch in ihrer Entstehungsgeschichte angeglichen. Das dürfte dazu führen, dass Pofallas Terminkalender offengelegt werden muss, aus dem bisher schamhaft verschwiegene Gespräche mit den 3 Staatssekretären hervorgehen, von denen einer sich am Ende sogar durch Krankmeldung vor unzulässiger Einflussnahme schützte. Wenn das Kanzleramt nicht einlegt, werde ich mit Hochdruck auf die Herausgabe dieser weiteren Informationen klagen. Neu und erwähnenswert ist für euch im Widerstand auch. Letzte Woche konnte ich für das Aktionsbündnis erreichen, dass ein renommierter Universitätsprofessor für Straf- und Strafprozessrecht
noch diesen Monat ein Rechtsgutachten schreiben wird zu der Frage, ob aufgrund unserer Strafanzeige der strafrechtlichen Ermittlungen gegen die Bahnverantwortlichen aufzunehmen sind. Tut mir leid, wenn es da drüben nicht ganz ankam. Also es geht darum, dass nun ein Universitätsprofessor ein Rechtsgutachten erstellen wird, das uns möglicherweise noch weiteren Schub verleihen wird in der Auseinandersetzung darum, ob dieses Strafverfahren, das gegenwärtig bei der Justizverwaltung in Berlin liegt, ob das endlich gegen die Bahnverantwortlichen Folgen hat. Ähnlich wie auf der Bundesebene spielt bei Stuttgart 21 auch auf der Landesebene die Machtpolitik eine viel zu große Rolle. Die Spuren von Stefan Mappus und seines Umfeldes sind beim Schwarzen Donnerstag unübersehbar. Sie haben jüngst aber auch die Querfinanzierung von Stuttgart 21 durch den Verkehrsvertrag von 2003 aufgedeckt. Dem Vermögen des Landes haben die früheren Regierungen über die Laufzeit von 13 Jahren einen schweren Schaden zugefügt, der insgesamt die Milliardenhöhe überschreiten dürfte. Nein, der Käse ist in der Tat nicht gegessen. Die Europäische Union ermittelt wegen europarechtswidrig unterlassener Einbeziehung anderer Wettbewerber beim Zustandekommen dieses Verkehrsvertrages. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart bestätigte die von Dieter Reicherter und mir gegen die Ex-Verkehrsministerin Tanja Gönner erstattete. Ja, also auch gegen Tanja Gönner ist nun Strafanzeige erstattet, weil sie nach unserer Kenntnis im vollen Wissen über die Querfinanzierung von Stuttgart 21 durch den Verkehrsvertrag gleichwohl die Zahlungen an die Deutsche Bahn von jährlich 140 Millionen Euro und mehr geleistet hat und dadurch eben die Vermögensinteressen des Landes nicht hinreichend beachtet hat. Und wir haben einen weiteren Vorstoß gemacht mit der Forderung darauf, dass ein Untersuchungsausschuss auf Landesebene zu diesem Verkehrsvertrag eingeführt wird. Das heißt, die großen Landtagsparteien müssen sich dazu erklären und von Seiten der Grünen haben sich nun bereits der verkehrspolitische Sprecher in unserem Sinne geäußert, dass ein Untersuchungsausschuss wegen der alten Versäumnisse und wegen der Querfinanzierung des Verkehrsvertrags zu Stuttgart 21 stattfinden solle. Wenn wir an diesem Strang der Aufklärung von Missständen ziehen, nehmen wir erneut die Arroganz der Macht ins Visier. Das ist unser Beitrag für die Wende bei Stuttgart 21. Abschließend, liebe Freundinnen und Freunde, möchte ich noch kurz auf die kommunale Ebene der Auseinandersetzung um Stuttgart 21 eingehen. Das Berufungsverfahren zum zweiten Stuttgarter Bürgerbegehren gegen den Makel verfassungswidriger Mischfinanzierung von Stuttgart 21 läuft noch. Das Mannheimer Gericht hat noch keinen Verhandlungstermin bestimmt. Unser Berliner Prozessanwalt, der selbst Oberverwaltungsrichter war, betreibt unsere Sache bestmöglich. Er wird auch die neuen Informationen aus dem Kanzleramt zu neuer Offensive nutzen. Zu den aktuellen Bürgerbegehren
die neuesten Informationen und auch die Schwärzungen der Schwarzen aus dem Kanzleramt sind die beste Bestätigung, wie dringend notwendig diese Begehren für den Ausstieg der Stadt Stuttgart sind. Größte Anerkennung verdienen daher jene von uns, die mit freundlichem Stehvermögen alles dafür tun, dass die noch fehlenden Unterschriften für die Bürgerbegehren zusammenkommen. Und als letztes der frühere OB Schuster und der Stuttgarter Gemeinderat. Ja, genau das ist richtig. Diese OB Schuster, frühere, und der Gemeinderat haben eben auch eine Querfinanzierung von Stuttgart 21 dadurch hervorgerufen, dass das Gleis Vorfeld von der Bahn viel zu früh erworben an die Bahn verkauft wurde, an die Stadt verkauft wurde, weil die Nutzung nämlich gar nicht für Immobilienzwecke freigegeben war. Das ist so wie ein ungedeckter Scheck. Kluge Köpfe arbeiten deshalb daran, dass der Kopfbahnhof in jedem Fall für den Bahnverkehr erhalten bleibt. Hierzu führt die Stuttgarter Netz AG durch eine renommierte Düsseldorfer Anwaltskanzlei den Prozess gegen das Eisenbahnbundesamt. Demnach ist die Deutsche Bahn in die Pflicht zu nehmen, zuerst das Verfahren auf sogenannte Entwidmung durchzuführen, nämlich dass das Gleisvorfeld überhaupt zu anderen Zwecken genutzt werden kann. Es geht darum, dass zunächst der Prozess entschieden werden muss, ob eben eine Freigabe des Gleisvorfeldes für Immobilienzwecke erfolgen kann. Und das kann aller Voraussicht nach nicht der Fall sein. Darüber hat es ein Gutachten von Universitätsprofessor Dr. Urs Kramer aus Passau im Auftrag des Landes gegeben, wonach eben diese Art und Weise des Vorgehens von Seiten der Stadt, dass sie das Gleisvorfeld verkauft hat, gar nicht eisenbahnrechtlich zulässig war. Und wenn dieses Ergebnis beim Verwaltungsgericht Stuttgart in den nächsten Monaten erreicht wird, dann wird ein weiteres Fundament von Stuttgart 21 wegbrechen. Und damit, liebe Freundinnen und Freunde, komme ich zu meinem Schlusssatz. Wir haben allein schon mit den genannten und mit vielen weiteren Fakten hervorragende Gründe, uns gegen den zerstörerischen Irrsinn von Stuttgart 21 weiter tatkräftig entgegenzustellen. Oben bleiben!